Finale. Ja, ihr habt schon gehört, meine lieben Freunde. It's the final fight heute. Ja. Und mit dabei ist Onkel Gamer Shack LP. Ja, Hallöchen. Was willst du auf meiner Seite? Geh gefälligst nach rechts, du Arsch. Du hast gesagt... Ich habe gesagt rechts. Ich habe gar nichts anderes gesagt. Du hast gesagt, links ist frei. Nein, ich habe gesagt rechts. Ach so. Ja, ja, rechts ist definitiv, klingt auch nicht mal... Da, wo der Daumen links ist. Klingt auf jeden Fall nicht mal ansatzweise nach links. Oh, liebe Freunde. Ja, ich bin echt gespannt. Ja, ich auch. Der letzte Final Fight, ey. Und ich habe Angst vor dem. Also der ich auch vor dem fetten Hochladen. Scheißkack. Boah, das wird, ich hoffe, dass das rein... der im Hochladen? Ja, klar, da lädt man immer meine Videos hoch. Shawn Michaels kommt immer vorbei und lädt immer meine Videos hoch. Was? Du hast doch gerade gesagt, im Hochladen, was? Nein. Ich meinte damit, dass du beim hier deine 100% da so schnell vollkriegst, zu deinem Finisher, ey. Ach, das du ist nicht einfach... mal hochladen. Mhm, okay. Ja, Entschuldigung, ich war gerade bei YouTube wieder. Ich meinte natürlich, Okay, gut. Bis mir das wohl einfällt. Ihr wisst schon, Hochpowern, ihr wisst schon, das ganze System so. Ja, Hochpowern. Keine Ahnung, jetzt drück endlich, nimm ihn. Ich will ihn zerstören. Oder zerstört werden. Oh, Alter, das Finale. Das ist Final, ey. Und ich weiß ganz genau, 4-Minuten-Match, Andrew the Giant sitzt auf mir und macht mich alle. Ich hoffe, dass ich auf dir sitze. Das hoffst du schon dein ganzes Leben lang. Ja, ich hoffe, dass du dich in meinen Koteletten verhedderst. Oder Alter, mein Kopf ist schon größer als der Körper. Du meinst jetzt schon die von Andre, oder? Naja, ich hoffe doch. Oh mein Gott, ey. Lass mich. Okay, es fängt schon übel an. Natürlich ja, weil du mich gleich wieder... Ja, natürlich, ich falle um. Natürlich, weil du mich wieder in die Ecke drängen wolltest, du kleiner Sack. Oh, guck mal, meiner kontert, weil ich einfach zu stark bin. Und das ist das... Was war das denn? Bist du jetzt rausgerollt dabei oder habe ich dich nicht erwischt? Nee, das Finale. Jetzt wird alles geltend gemacht. Hier. Jeder Move, kein... Geltend. Alles geltend gemacht. Meine ich doch. Oh, alle Anzeigen, alle... Oh! Es geht auch HBK nicht anders. Er läuft einfach gegen eine Wand. Ja. Was denn? Was ist das denn? Leute, ihr seht alles. Special hier. Alter, was passiert hier? Ich geb dir die Kopfnuss des Lebens und er steht einfach und dann liegt er wieder. Ich meine, er macht gerade nichts. Ah doch, den Schultermove. Boah, ich hab gerade so total Angst, Alter, vor dem Typ. Ich auch, ich bin absolut am Schwitzen. Ich glaube, ich muss nach diesem Match erstmal duschen. Der hat wieder das Bedürfnis, nicht dich hochzuheben. Ich weiß nicht warum. Liegt an deiner Fettleibigkeit. Ja. Das wird sein. Ich zerraste! Was? Ich wollte eigentlich sagen, ich raste aus, aber ihr seht schon. Es läuft das nicht so ganz. Energy macht Reden kaputt. Ja, Energy. Mit Mega-Ski. Ja. Ach Gott, Junge, steh auf, du Riesenkotlet. Weg. Und laufen. Alter. Ich schwitze hier wie eine Sau, ey. Das gibt's gar nicht. Ich hab hier echt Angst, weißt du das? Ja, ich auch. Oh, du bist so Alter, ich hab so Schiss, das gibt's gar nicht. Lauf da mal! Da macht gerade Gedöns hier. Komm rein jetzt. Oh, scheiße. Ja. Oh. Batz. Ich hab noch gedrückt, aber er sagt einfach negativ. Denn. Fuck. Ich bin so aufgeregt gerade. Das ist der Wahnsinn. Nur wegen so einem scheiß Computerspiel. Ah, oh, scheiße. Nein. Dieses Fettsauschweinwanne voller Fettkackgedöns. Der Dicke kommt wieder hier. Aua. Oh. Ja, geh raus. Oh, ich hab so, ey, ich hab keine andere Möglichkeit, ich muss ja raus. Hi. Nein! Ja. Ach komm, du fette Schnösel. Was? Du bist ja wohl der Fette.
Oh. Scheiße, Alter. Scheiße, Scheiße, ich will raus. Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Au. Oh, fuck. Ich, der kann, der macht nichts. Das ist doch scheiße. Da gibt's keinen Modus da, wo ich anvisieren durfte. Was? Das ist doch kacke sowas. Oh. Alter, er steht einfach und macht wieder und wedelt wieder mit seinem scheiß riesen Branken rum. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ey, Wahnsinn. Mann! Ja. Ach, komm schon. Ich kann mich nicht wehren. Das ist... Oh. Der Fette! Er macht sein Finishen! Das erste Cover. Im Finale! One! Two! Ja. Er kommt raus. Komm, steh doch mal auf! Oh, ich dachte, jetzt mache ich irgendwie einen geilen Move mit dem Seil. Aber nein. Ja, er macht schon seit Tagen immer dieselben Moves. Und immer dasselbe. Jetzt denkt er auf einmal, er macht das mit demselben. Okay. Batsch, mein Freund! Oh, scheiße! Oh. Ich hasse es! Los! Komm schon! Ja! Mein Herz! Oh, mein Herz! Der Fette! Damit du mit den Füßen überhaupt da hochkommst. Ich dachte, du musst erst eine Leiter holen. Batz. Und Batz. Und Batz. Echt komm, cool, ja. Was machst du denn? Und? Oh, nein! Ja! Ich hab's geahnt. Oh, was macht er denn jetzt wieder, ey? Oh, er kontert natürlich, klar. Mag doch was! Alter! Oh, er steht davor und klotzt ihn dumm an. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Warum mache ich das überhaupt? Oh, komm, steh auf, Mann. Guck, wie sein Kopf im Hals versinkt. Im Bauch versinkt. Oh nein! Komm schon! Hä? Hallo? Oh. Ich renn einfach über ihn drüber, aber er steht schon wieder. Ach Mann! Ach, renn doch weg! Oh, mein Herr. Fuck you, ey, das ich gibt echt nicht einen Kollaps, so verschissenen. Ey. Ich guck immer nicht. Manu! Oh, der Fette kommt! Der fette Big Splash. Der Fette hat wieder seinen Move gemacht. Oh, bitte, lass klappen. Bitte, Jesus. Der zweite Finisher und das zweite Cover. Liebe Freunde, Finale. One, two. Nein! Mein Herz, das gibt's nicht. Es ist spannend hier in Disneyland. Und das Schlimme ist, du hast schon wieder 50. Oh, ist mir egal, ob das jetzt unlogisch oder logisch ist. Hauptsache, ich hab dir deine fette Fresse verhauen. Oh. Hallo. Ja, ich sag ja, manchmal hängt das voll, ne? Och nein, mein Signator. Oh. Das ist doch... Katze. Oh, was mache ich denn? Er haut einfach ab, jawohl. Ich lag da jetzt wieder. Komm rein. Ah. Oh, Leute, das Spiel ist ein nervenabendberaubend. Aber es ist das Finale. Wir geben alles. Aber er wehrt sich. Aber ich habe zumindest mal wenigstens einen Charakter. Ja, atemberaubend. Du machst deinen komischen Haltegriff und sagst armberaubend, was? Achso, das meinst du. Der Dicke! Oh ja, der Dicke. Der Dicke hat wieder sein Biggest, Big Splash, Biggest, the Biggest gemacht.
Oh, und ich drehe ihn um. Nein! Ja! Ich hab's das war auch ein Finisher. Und Cover! Ich das hab's dritte! Vorbei. One! Two! Ja! Juhu! Ich bin WWE Gott Champion! Ich habe Shawn Michaels besiegt. Die fette Qualle ist unbesiegbar. Ah, oh, ist das herrlich. Egal wer gekommen ist, egal was, aber es ist der andere Giant, die Gott. Egal wer gekommen ist, was redest du denn? Ich hab sie alle weggerubbelt. Ich hab mich draufgesetzt. Boah, ich bin echt durch. Ich bin am Schwitzen hier, das gibt's überhaupt ja, nicht. Ja, der Kampf war echt übel. Und was hast du mal gesagt? Wer den Endkampf gewinnt, ist der Chef. Nee, ich hab gesagt, wer da ist der Endkampf, beste WWE-Wrestler. Ich hab ich überhaupt nicht gesagt. Ich hab gesagt, wer das Finale gewinnt, der ist der eigentliche Sieger des Turniers. Egal wie viele Matches vorher verloren hat. Danke. Und, ja, erkennst halt du meinen Sieg an? Natürlich erkenne ich meinen Sieg an. Obelix hat gewonnen. Nee, aber ich muss sagen, Shawn Michaels ist übel, aber ich glaube, in einer anderen Gewichtsklasse, in einer normalen Gewichtsklasse, wo du nicht so viele, du hast ja gesehen, du hast mich oft irgendwie gepackt und du bist einfach weggeflogen. Ich glaube, das sind diese Extra-Konter, die machen natürlich schon viel aus im Kampf. Nichtsdestotrotz, der Shawn Michaels hat halt diesen schnellen Finisher, den ich echt geil finde. Du drückst und da kannst du gar nicht blocken, das geht blitzschnell, boom, liegst du da. Und das macht auch schon wieder was aus. Und war ein geiler Kampf, wir haben hart gekämpft, ich war schon hart am Schwitzen. Aber ich muss sagen, hat mir gefallen, der Kampf. War ein schönes Finale. Auch. War ein schönes Finale, auf jeden Fall. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, sag mal, Ende, du hast... Mein Gott, hast halt gewonnen, ist halt so. Ist halt kein Jahr gewesen. Dreimal den Arsch habe ich dir auf die Brust gepflanzt, da ist der Kleine schon mal, ist halt durchgebrochen. Ist halt so. Sieger! Ich habe! Wie viele Kämpfe haben wir eigentlich insgesamt gehabt? Über 100, ne? Ja, 100. Boah, ich habe nach 100 Kämpfen habe ich die Krone 100. auf den Kopf verdient. Den Stab in der Hand. Nicht den Stab, den anderen. Den Gewinner bekommt bei King of the Ring. Und ja, damit renne ich jetzt den ganzen Tag rum in die nächsten Tage. Werde ich dann in den anderen Let's Plays mal erwähnen, dass ich der Sieger bin. Und ich möchte gerne mit Anerkennung gefeiert werden, Onkel. Ich hab gewonnen. So ist es nun mal. Und damit wäre auch eins der größeren Projekte beendet, meine lieben Freunde. Ja, Wahnsinn. Es ist vorbei mit dem King of the Ring Turnier. Wir haben es geschafft, aber natürlich werden wir, es gibt natürlich noch andere Let's Plays, die jetzt natürlich folgen werden. Oh, jede Menge zusammen. Und dieses Jahr kann man sich ja schon mal drauf verlassen, kommt ja WWE 2K17 und ja, da wird es bestimmt wieder was geben, das bin ich mir sicher. Oh ja. Und ja, mal schauen, wie es dann wird. Auf jeden Fall war das jetzt schon ein wirklich gutes Turnier, muss ich sagen. Ich kann mich nicht entsinnen, ich glaube, das waren 2-3 Matches, die richtig kacke waren, die richtig langweilig und blöd waren, aber ich glaube, waren ein paar, ich sag mal, ich schätze mal auf 5 Matches vielleicht für den ganzen Turnier. Aber im Durchschnitt spannende Matches. Oh ja. Und ja. Und das Finale, dass wir das jetzt noch so spannend geschafft haben, ne? Dass das so spannend geworden ist, muss man ja sagen. Es war kein langes Match, aber es war doch spannend. Und ich habe mit Shawn Michaels wirklich ordentlich mich gewehrt gegen dieses zwei. Andrew the Giant ist ja hier durchgerauscht. Er hat jeden dreimal hingesetzt und ist durch gewesen bis hier zum Finale. Aber jetzt hat er schon ganz schön zu knabbeln gehabt. Das hat man schon gemerkt. Und ja. Es war geil, ich war einfach atmen und ich musste mir wirklich, also habt schon gemerkt, war ein bisschen weniger blödes Gequatsche. Da hatte ich auch andauernd überatmen gehört. Ja, ich hab immer mich vergriffen, dann auf einmal lag ich wieder und dann machst du so und weißt du, ich bin ein Riese und er schlägt mir auf die Brust und ich lieg am Boden. Das ist so, ich hab schon gedacht, scheiße, wenn man einmal liegt, ja, ihr wisst es, schwer aufzustehen, gerade wenn der schon Michaels da rumfummelt, aber geil gemacht, echt. Und ja, irgendwann hört das nun mal auf. Wenn du so viele Finisher abkriegst, dann ist die Anzeige minimal. Ist einfach so. Hättest du mich zweimal oder so getroffen und ich wäre auch nicht mehr rausgekommen mit dem Fetten. Und ich hätte ja nicht gedacht, dass du mich finisherst. Hast du aber. Und voll in the face. Richtig. Aber dann lag ich da als Riese. Ganz alleine. Und ich bin rausgekommen. Ganz alleine.
Ja, auf jeden Fall war es ein schönes Match, schöner Abschluss, schönes Turnier. Mir hat es sehr gut gefallen. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank für alle, die bis zum Schluss dabei geblieben sind, die treu dran geblieben sind, auch wenn wir viele Pausen zwischendurch gehabt haben. Ja, ich kann ja mich nochmal auf meinen letzten Vlog hinweisen. Da wisst ihr, warum wir jetzt diese längere Pause hatten von WWE. Das erklärt dort alles. Ging halt nicht anders. Und davor waren auch einige Pausen, weil wir es einfach nicht gepackt haben, aufzunehmen oder sowas. Richtig. Auf jeden Fall, oder Rivano war halt mit seinem Internet, hatte Probleme gehabt. Aber jetzt haben wir es doch zum Abschluss gebracht. Und es war ein geiles Turnier. Rivano war ja ein sehr, sehr schwerer und sehr cooler Gegner, muss man sagen. Auch wenn er öfters mal die große Fresse hatte und ich sehr blutig aus dem Match gegangen bin. Denk mal meine Siegesserie, ey, ja, 10 oder so Siege, war schon krass. Auch wo ich da sehr säuerlich aus den Matches rausgegangen bin, weil er einfach nicht die Fresse halten konnte. Weil er genauso ein schlechter Gewinner, ja. Weil er genauso ein schlechter Gewinner wie ein schlechter Verlierer ist. Und ja, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Aber was will man machen? Aber das ist schön, den Onkel auf die Palme zu bringen, Leute. Ihr müsst es mal probieren, das macht echt Spaß. Na, Rivano kennt mich jetzt auch schon länger. Das ist, ja. Bringt mich lieber nicht auf die Palme, wenn er mich... Mach's lieber nicht, hört nicht auf den Rivano. Nein, aber wir können euch versprechen, wir werden wieder aktiv und es werden wieder viele geile Projekte kommen und wie gesagt, WWE 17, 18, 19, 20 und was alles kommt. Wir haben ja noch viel vor und ich freue mich drauf und ja, ich bin mal gespannt. Ja. Und irgendwann ziehe ich auch noch um, dann kommt noch besseres Internet, dann haben wir eh noch ein paar andere Futures für euch. Aber Futures, das, ne? Zukunft. Das werdet ihr dann merken, spüren, sehen, hören, fühlen und kommentieren. Ja. Wird dann ein ganz anderes Format geben, wenn Rivano endlich ein gutes Internet hat. Das kann man schon mal, das kann man schon mal sagen. Es gibt dann ein anderes Format. Mega-Man. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt endgültig hier? Ich habe zwar angefangen, aber du machst zu Ende. Was hältst du davon? Ja. Der Verlierer kriegt das Wort. Entschuldigung, aber der war gut. Das Lachen war wieder so mies, dass ich schon wieder angesäuert bin. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall war ein sehr geiles Turnier. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt oder in anderen Projekten wieder. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr alle dran geblieben seid, dass ihr habt. Und auch mal so, um Namen zu nennen, danke auch an den lieben, wie hieß der? Half. Ich habe vergessen, ich habe den Namen vergessen. Hammerforking. Ja, den. Ein ja, sehr guter Kommentatierungstyp. Und auch so. Ich würde auch noch was Kurzes sagen. Na, mach doch. Bevor du beendest. Und zwar, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt beim letzten Part, wie es euch doch gefallen hat, ob ihr das Turnier spannend fandet und so. Das war einfach so ein kleines Feedback. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Onkel natürlich auch. Ja, natürlich. Und dann wissen wir halt einfach so, das tut einfach gut, wenn man sowas weiß. Gerade so nach dem Finale und 100 Parts, ich sag mal, das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Das sind ja auch Stunden, die man hier verbringt und mal so ein kleines, ob es euch gefallen hat. Also es muss ja. Eure ehrliche Meinung könnt ihr da natürlich logischerweise drunter. Ihr müsst jetzt nicht schreiben, hey, es war toll, sondern sagt eure ehrliche Meinung, wie ihr das gefunden habt. Ob ihr so ein Turnier überhaupt nochmal sehen wollt, das ist ja auch die Frage. Genau. Weil es ist ja schon ein langfasriges Ding. Ne? Es ging ja jetzt, wie gesagt, 100 Matches. Monate. Und deswegen, weil das so lange gedauert hat, werden wir jetzt auch kein Turnier nachlegen. Wir wollten ja noch ein Frauenturnier machen und noch ein Dings. Und wir haben so viele andere Projekte, die wir machen wollen. Da kommen wir jetzt einfach nicht mehr dazu, aber WWE 2K16 kommt und da könnt ihr euch 17, meinst du? Ja, meine ich. Ja, schon. Okay. Boah, Alter, was ist los mit dir heute, ey? Ich finde das so geil. Der krölt immer rein hier, so Wahnsinn. Leute, trinkt niemals Kaffee mit Energy, das ist geil. Also trinkt es. Hä? Ja. Genau. Und ja, jetzt ist aber gut mit dem Verabschieden gedöns. Ja, wir sind jetzt schon 5 Minuten nur am Verabschieden. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Projekt. Es war sehr geil, sehr spannend und sehr lustig. Und ja, dann würde ich sagen, ciao. Auf jeden Fall. Bis zu einem nächsten Projekt. Ciao. Ein anderen. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss. Ciao.